wäre es mir gerade eben zu oft runtergefallen. Wäre möglich. Ich habe mich gerade aus Versehen schon fallen lassen. Vor ein paar Minuten erst. Ich habe keinen Plan, was gerade abgeht hier. Ich hoffe, er ist nicht kaputt. Das ist ziemlich echt scheiße. I set out the moment I heard about the incident. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Yo. Nein. Nicht räumen. Im Plan. Okay, die Leute, die weggerannt sind, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Obes Licht. Aber da kommen wir noch nicht. Da kommt genau. Seriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zudem sahen aus, die hätten eine grell-orangene Kugel gesehen, die mehrere Male über die Stadt flog. Chaotische Bewegungen vollführte und schlagartig in Flugrichtung endete. Schließlich war das Spektakel vorüber und die Kugel verschwand. Luftfahrtexperte J. Ein fliegendes Objekt, das wir kennen, ist in der Lage, sich auf diese Art und Weise zu bewegen. Und das wiegelten billig ab. Okay. Jetzt ist sie von Ereignissen zu produzieren. Wird.
Was kann das wohl sein? Heute hier wird es sau dunkel. Taschenlampe an. Das ist schon. Ich finde. Kein Wunder, dass ich so geleckt habe die ganze Zeit. Ich hoffe, die Aufnahmequalität ist dann halbwegs okay. Steuerung, das hat doch Elder Scrolls Online runtergeladen, die ganze Zeit anscheinend. Oh Mann. Ah, ein weiteres Papier. Ich drücke immer zu dem falschen Knopf. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m, we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully, and it's snowing outside. Huh. Wunderschön. Nun, irgendwie, aber jetzt muss ich überlegen, weil... Ja, ganz, ganz toll, weil... Ich hab... Warte mal. Das ist nämlich so viel Zeug... Warte mal, ist das... Nee, warte, das ist Logbuch. Ist das Tagebuch? Ah, okay, das ist mein erster Tagebucheintrag. Und ich habe meinen ersten Logbucheintrag und den ersten Artikel. Bericht. So, jetzt ist es komisch, jetzt habe ich nämlich zwei Richtungen. Ja, jetzt geht es viel einfacher zu bewegen. Wunderbar. Ich dachte, dass er das kurz runterlädt. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Wenn ich eigentlich was gelernt habe bei der Karriere von Horrorfilmen und Horrorspielen und all den Scheiß, dann... Das ist nie ein gutes Zeichen. Was ist das? Ist das ein Haus? Schon! Wer hätte das mit der Hand können? Wer wartet bitte, dass da der fucking Fall ist? Gott, ich. Ja. Also in der Serie ist es mein erster Tod. Aber im Allgemeinen um dieses Spiel herum ist das jetzt schon mein fünfter. Ich hasse alles. So, Gott sei Dank. Es scheint mir so, als wäre das ein Speicherpunkt gewesen. Erwartet jetzt das Spiel von mir, dass ich mir immer zu sterbe? Okay. Wie jetzt? Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck. Keine Sorge, kein Alkohol. Das ist ein kurzer Cut, bin gleich wieder da.
Okay, bin wieder zurück. Gott sei Dank für diese kleinen Mini-Fläschchen von Vita Cola zum Testen. Lass uns fortfahren. Heißt das? Warte, darf ich? Soll ich da wegrennen oder soll ich da mein Licht einfach nicht in seine Richtung halten? Was zum Teufel war das überhaupt? Das sah aus wie ein fucking Feuergeist, aber irgendwie auch komisch. Irgendwie. Ich glaube, das Licht drauf zu halten hat es nur aggressiv gemacht. Aber das war das komische Vieh, was diese Fußspuren hinterlassen hat. So, oder so ein Vieh auf jeden Fall hat solche Fußspuren hinterlassen. Ah, fuck, jetzt bin ich schon wieder hier. Lass mal hier lang. Dieses Spiel. Was hab ich dir getan? Ja. Ja. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich glaube, ich darf da einfach nicht lang gehen in die Richtung. Aber es ist so interessant, da liegt, da ist irgendetwas, wovon mich dieses Ding abhält, hinzukommen. Das ist klar. Ich meine, warum sonst sollte das scheiß viel mehr fucking Kehle aufschneiden oder so ein Scheiß oder so was Ding macht, während da nichts wäre? Warum höre ich die ganze Zeit irgendwie so Holz wanken? Ich gehe erstmal wieder. Ich glaube zweimal durch das Scheißvieh zu sterben und durch eine Scheißfalle ist erstmal genug für heute. Ich glaube, ich gehe in eine andere Richtung. Let us Schnauze. Let us falscher Knopf. Let us see where we could go. Anyways. Ah, okay, wir sind hier. Das ist das hier, okay. Wir waren ja gerade eben da vorne. Da gehen wir jetzt nämlich hier wieder zurück. Und soweit ich weiß, gibt es hier gleich immer nur eine. Ja, ich weiß, wir gehen jetzt erstmal hier zurück wieder zu diesem Punkt und dann gehen wir mal hier drüben vielleicht mal lang. Mal gucken, was hier noch so ist. Aber ich will irgendwie gar nicht wissen, was hier eigentlich alles abgeht. Und dann. Weil ich nur überhaupt versucht, an dem scheiß Ding vorbeizukommen.
Ach klar, dass das Ding mich wieder umbringt. Was auch immer es ist, es ist irgendwie so. Ich glaube, es ist dieser komische Typ, der bei dem Hauptbildschirm da ist. Aber ich sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Sieht komisch aus hier. Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo? Nein, hier ist nichts. Hier müsste. Da müssten wir eigentlich runter. Ich will mal. Ich. Oder? Warte mal, ich guck mal hier. Was sag ich hier unten? Weiß, oder bin ich, sind wir von hier gekommen? Ja, warte, hier sind wir gekommen, glaube ich. Und dann sind wir in die Richtung gegangen. Gehen wir mal in die Richtung. Nee. Nee, 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 nee. Hier sind wir gekommen. Hier von hier unten, genau. Oder sind wir in die Richtung gelaufen? Oder haben wir da die Notiz geholt? Kann das sein? Oh Mann. Mir gefällt's nicht, dass es auf einmal so still ist. Hallo? Ist da wer? Bitte tu mir nichts. Ich bin unschuldig. Ich bin aber Herr Baum. Ganz ruhig, Baum. Ruhig, Baum. Ich weiß, wir sind gute Freunde, Baum, aber das muss auch nicht jeder wissen. Ich war mein Baum. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich jetzt bin. Ich irre hier jetzt einfach gerade nur so in diesem gottverlassenen Wald herum. Auf der Suche nach ein paar Fetzen Papier. Während irgend so ein komisches Monster hinter mir her ist, was ich anscheinend nicht berühren darf oder angucken darf. Kommt das euch irgendwie bekannt vor? Ja, mir nämlich auch. Wo könnte ich das noch schon mal erlebt haben? Neues Gebiet. Das ist echt komisch hier. Was ist das? Ist das Holz? Es ist auch still auf einmal mit dieses komische. Ist das das Holz hier oder was ist das? Ich war der Baum. Ah, das ist. Okay. Wer auch immer du bist und was auch immer du machst, hör auf damit. Es ist echt gruselig. Nein. Oder? Geh ich da runter? Will ich da runter? Ist das eine gute Idee? Ja, kann ich hier runter springen? Yay! Ah. Das macht komische Geräusche. Das ist nie eine gute Sache. Oh Scheiße, ich glaube, das ist der, weil der angefangen hatte zu brennen. Don't like this.
They see me running. I'm fleeing. Schau doch also Kids. Hey, hier ist schon wieder so ein komisches Holz. Lodida. Feuer! Ah! Ah! Verdammtes Leben! The fuck geht ab hier? Nicht nach hinten, guck ja nicht nach hinten, lauf einfach weiter, Derby, lauf weiter! Oh Mann! Es ist vorbei! 47, 73! Hey, ist er auf? Nein, ich will nichts damit tun. Nein, ich bin gerade durch einen scheiß brennenden Wald gelaufen. Nein! Hey, hier ist noch was. 39, 27. Kann ich das irgendwie. Ja. Karte! Trag den Scheiß ein, Junge! Trag ihn ein! Das ist auf jeden Fall hier, bin ich bestimmt. Ja, das müsste es wahrscheinlich sein. Oder? Okay, ich hatte das 47, 72 und hier ist 39, 96 und 69. Irgendwas. Ich habe keinen Plan, was diese Koordinaten so Sachen haben. Oder ob ich sie mir irgendwie aufschreiben sollte. Oh Mann. Das kann nicht gut bedeuten. We discovered the first bodies by the pine trees. We discovered the first bodies. Oh Mann. Ist das scheiß Vieh hier oder was? Kann ich mich verstecken oder wie? Oh Gott. Okay, das. Das hat geklärt, wie es aussieht. Wie war es mit Zoom? Ah ja, so. Gott, verdammt! A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory.
I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Okay, also, es scheint mir so, als würde das Logbuch, ist das, was ich aus diesen Teilen... Hey, Blatt. Aus den Teilen hier rauskriege, aus den, was dieses Rettungsteam da hier findet. Und das ist das aus diesen Spezialevents, die ich da begegne. Und ja, diese Notizen, die ich so mit drin finden kann, sind entweder dann Tagebucheinträge von den Opfern, die gesucht werden, oder Artikel, die irgendwelche und Berichte, die anscheinend irgendwas aussagen über dieses Gebiet und so und diese die Region, dass irgendwie hier was abgeht. Interessant, interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, was diese anderen Koordinaten sind. Ob die... Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da zu diesem Baum hier zurückkehren kann. Vielleicht wäre es nicht schlecht. Warte mal, ich mache mal einen Screenshot von dem hier. Okay. So... Habe ich jetzt Screenshot gemacht. Cool. Wahrscheinlich ist das Vieh weg. Okay. So. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, was war das überhaupt hier? 4395 ist das Gebiet. Da habe ich immer noch ein paar andere. Hier weiß ich ja nicht, wie ich da weitergehen soll. Mal schauen, jetzt bin ich hier. Das heißt ja eigentlich, dass ich hier irgendwie hier oben langlaufen kann. Ja, aber ich glaube, das ist... Vermutlich Stopp für die nächste Episode, die dann morgen kommt. Also. Beziehungsweise war doch immer der das Video. Guck, das war draußen. Hey, warte mal, hier ist noch was. Das muss ich jetzt erstmal gucken. Hier ist schon wieder so klein. Oh, es ist eine Fratze. Halleluja. Thank heavens for that shit. Wie jetzt? Ist da hinten was? Was ist das? Was ist das hier? Ich verstehe nicht. Ist hier irgendwas oder so? Hätte ich hier vielleicht was sehen können? Ich weiß nicht. Das ist echt komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Hier sind aber auch nichts irgendwie nochmal so datenmäßig oder so. Ich glaube, ich kann mich einfacher dann. Gott, ist das fucking schlimm mit dem Wind. Oh man. Yep. Das ist was für den nächsten Episode. Eindeutig. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Kolat. Ich bin das Derpy. Und ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Denn dieser scheiß fucking Feuermixer hat mir fast eine Herzattacke verpasst gehabt. Mann! Das war's von Derpy.